Hi, ich bin der Jos von JJ and the Acoustic Machine und spiele die Gitarre und singe. Und gerade eben habe ich umgestimmt, denn ganz oft spielen wir in anderen Tunings, zum Beispiel in so einer Open-D-Stimmung. Ja, komplett alles in D-Dur. Und dadurch hat man halt ein bisschen andere Griffe, als wenn man normal spielt, kann aber auch ein paar andere Sachen machen. Und ja, was ich auch schon mal mache, ist halt mit Capo spielen. Ja, Capo Duster ist für mich immer ganz wichtig, weil ich kein großer Profi-Gitarrist bin, aber ich schrammle gerne. Ja, so kann man auch ein G-Dur offen spielen, ja, oder solche Sachen. Gibt's aber auch ein paar ausgechecktere Sachen. Ja, das macht man im Country und vor allem auch in dieser Folkmusik so. Wir haben irgendwann mal angefangen, so ein bisschen Irish Folk zu machen und so eine Musik halt zu hören. Und ich glaube, wir sind da drauf gekommen, auch durch einen Country-Gitarristen und Sänger, durch Steve Earle. Und der macht halt beides irgendwie. Er ist ein Amerikaner und so ein alter Hobo, so ein Wanderarbeiter. Und ja. Der spielte halt solche Songs wie halt diesen Galway Girl aus PS, ich liebe dich. Den haben wir durch Zufall anders kennengelernt und aufgenommen. Ich kann euch mal so ein bisschen zeigen, was man damit machen kann, wenn man so umgestimmt hat. Ja? Also oben die, hier oben, wunderschöne Akkorde. Eigentlich eine Gitarre und ein Spiel für Leute, die es gar nicht so richtig gut können. So. Ja, das ist so ein anderes Tuning, was wir immer mal wieder benutzen. Das ist eigentlich so ein Tuning, das haben wir uns bei Mumford & Sons abgeguckt, die ja auch ganz groß in dieser Folk-Ecke sind. Da hat man ein tiefes C, noch ein C, hier theoretisch ein A, ja. Noch ein G, noch ein C. So eine Art A-Moll hat, wenn ich den greife, habe ich schon ein C. Ja, und damit kann man halt ganz gut so Sachen in C spielen. Das Schöne ist an solchen anderen Tunings, dass man andere Ideen bekommt. Das hat eigentlich, glaube ich, was damit zu tun, dass man ganz oft in seinen alten Griffen festgefahren ist. Das ist selbst bei mir so, ja. Wie gesagt, ich bin nicht so der größte Gitarrist, aber trotzdem, gerade dann so, egal in welchen Gefilden man sich so bewegt mit seinen Fähigkeiten, ist das immer noch so, dass man dann sehr oft festgefahren ist. Und sobald man halt so eine andere Stimmung hat, fängt man an, mal so ein bisschen zu suchen und man findet andere Akkorde. Ist immer noch ein G, ist immer noch ein F, ist immer noch ein A, klingt aber ganz anders. Das ist ganz ähnlich, ich spiele auch eigentlich Klavier und auf dem Album, was wir aufgenommen haben, spiele ich auch mal Klavier und ursprünglich hatte ich da mal versucht, Posaune zu spielen, hat nicht ganz geklappt. Sobald man ein anderes Instrument hat, spielt man halt auch anders und spielt man andere Sachen, fallen einem neue Sachen ein, andere Sachen. Und insofern bin ich von diesen anderen Tunings immer begeistert. Die anderen versuchen mich immer zu überreden, dass ich mal meine Tunings aufgebe, aber nein, mache ich nicht. Dazu kommt dann manchmal noch die Mundharmonika und die bietet einem dann noch so die Chance, dass man halt auch selber irgendwie eine Idee halt bekommt, was so Melodien angeht. Ja, je mehr man im Prinzip schon selber irgendwie machen kann an so einem Song, wenn man sich so ein bisschen in den Song fallen lässt, in die Idee fallen lässt, desto besser. Und so leichter ist es eigentlich dann wirklich da irgendwie was Neues zu machen und irgendwas, wo man dann halt hinterher auch wirklich dahinter steht. Ja. Das sind so unsere Tunings und es gibt noch eins, aber da haben wir immer Neues mitgemacht, das wir mal benutzen möchten oder was ich auch mal hier und da benutzt habe. Das ist so ein Tuning, das ich mir bei Frank Turner abgeguckt habe, was dann halt so sehr folkmäßig englisch, irisch klingt. Erzähle ich aber nicht, wie es ist, ist ja noch geheim. So. Tschüss. Just walk downstairs and outside to meet you. No one knows.